Willkommen zurück zu The Long Dark. Es ist jetzt einige Zeit her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich komme hier nicht hoch. wir sind wieder an einer Stelle, wo wir relativ zu Anfang waren, als ich diesen Berg hochgekeucht bin. Es war ja doch ein kleiner Akt, hier überhaupt hochzukommen. Ich bin jetzt einmal, einmal um den Berg gelaufen. Ich glaube, das ist so relativ der Anfang hier. Und hatte nach einem Seil oder irgendetwas gesucht, wo man weiterkommen kann. Weil irgendetwas muss hier ja noch sein. Das ist ja die ganze Zeit, oder in den Notizen, die Rede von einer Mine. Und ich habe mich dann hier hinten ein bisschen weiter umgeschaut. Ich bin hier anscheinend gar nicht wirklich durchgegangen. Und wo bin ich überhaupt gekommen? Damals von hier, ne? Das ist gar nicht mehr. Oder von hier schon mal nicht. Ah, ja, genau. Da unten sieht man schon. Ich weiß gerade wirklich nicht, von wo ich gekommen bin. Ach, nee, von da. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen da jetzt einfach mal hin. Und gucken mal. Ich habe mir das schon angeguckt. Also ich bin da nicht unten gewesen, aber ich habe mir hier die Wege angeguckt, so meine ich das. Und zwar scheint es hier zwei Wege zu geben. Einmal können wir hier ein Kletterseil anbringen. Ein Kletterseil findet man hier vorne auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann generell in diesem Modus wirklich da liegt, also ob es immer so ist oder ob das random ist. Keine Ahnung. Wir können mal eben uns das anbringen. Aber es gibt anscheinend noch einen zweiten Weg und ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Ja, ist das nicht schön. Wo ich hin möchte, weil ich ja halt auch nicht weiß, wie es da unten weitergeht. Das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich erübrigt sich die Frage, sobald ich da unten bin. Oder hier lang gehen würde, weil ich glaube, hier kann man auch noch weiter. Ich war jetzt schon im Überlegen, ob... Ja, ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich runtergehe, dass ich nicht mehr hochkomme, weil es doch sehr steil aussieht. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich würde sagen, wir laufen einfach erstmal runter. Jetzt bin ich ja wieder etwas leichter. Und dann gucken wir mal. Das Kletterseil dort lasse ich jetzt erstmal liegen. Und so stellt das jetzt ja erstmal keine... Oh, ho, ho! Probleme da. Ich wusste nicht, dass das so hoch ist. Ja, Glückwunsch, wenn ich da wieder rauf muss. Oh, weh. Ich finde hier nichts, wo ich mich ausruhen kann. Okay, gucken wir mal. Eieieiei. Ah, okidoki. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Ich glaube, ich zeichne das auch erstmal ein hier, wa? Wäre nett, wenn das Wetter so bleibt, wie es ist. Achso, es ist ja schon soweit. Ach, stimmt, ich hatte das schon mal eingezeichnet. Ja, genau. Hier findet man tatsächlich dann auch eine Goldmine. Ich kann es vergessen. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her. Mein Gedächtnis funktioniert manchmal nicht mehr so gut. So ist das, wenn man älter wird. Naja, ist ja nicht so schlimm. Es ist nur die Frage, wo soll hier eine Mine sein? Also jetzt gerade sehe ich noch nicht viel davon. Hier ist ein Wasserfall. Schön. Schön, schön. Und lass mich raten, das ist alles kaputt hier, richtig? Ne, das ist nicht kaputt, aber naja, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Da unten liegt was. Nobody needs this anymore. Okay. Hier sind diese Minenwagen. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Bergbauanlage, ja. Die Anlage ist hinüber, würde ich sagen. Das
ist jetzt nicht so toll. Ah! Okay, alles klar. Schauen uns aber erstmal noch hier draußen ein bisschen um. Ich würde auch ganz gerne wissen, wie weit der Fluss hier reicht. Also inwieweit wir hier runterkommen. Jetzt wäre natürlich diese Richtung da auch noch interessant. Also von oben gesehen. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich würde gerne versuchen, so viel wie möglich von der Map zu erkunden. Wobei ich glaube, dass ich da schon auf einem guten Weg bin. Achso, hier geht's rüber. Okay. Ja, okay, alles klar. Und hier endet es auch schon. Komm ich hoch? Ich komme hoch. Oh, da kann man aber noch eine ganze Ecke weiter aufdecken. Und da kann ich anscheinend auch noch rüber. Hi. Toll. Er hat einen Revolver. Und ich kraxel da extra wieder hoch. Ich würde gerne sehen, ob ich von hier aus noch ein bisschen mehr aufdecken kann. Das ist ja nichts für Menschen mit Höhenangst, ne? Muss ich ja gestehen. Welche Ecke ist das? Sind wir da schon mal gewesen? Okay, ich weiß es nicht. Nein! Oh, Gott sei Dank. Über sowas würde ich mich ja richtig ärgern, ne? Wenn ich hier irgendwie hängen bleibe und dann nicht mehr rauskomme. Und gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Mine an. Das ist ja spannend. Also, für mich zumindest. Ich kenn's ja nicht. Hier kommt man aber auf jeden Fall auch nicht irgendwie weiter. So, dann gucken wir mal. Toll! Zur Mine. Schön, wie die Entwickler sich auch so mal so ein bisschen Story dazu ausdenken, ne? Also, das finde ich echt cool. Es ist nicht so dieses reine Survival, wo du einfach nur überleben musst. Und dich irgendwie ja, durchkämpfen musst. Gottes Willen. Das war mein Handy. Okay. Ist das Eis oder Wasser? Also hier können wir auf jeden Fall schon mal überleben. Das nehmen wir auch mit. Gruselig. Ich finde es gruselig. Muss ja auch, ich weiß nicht, also wenn man in so einer Mine arbeitet, das sind bestimmt keine geilen Arbeitsbedingungen, kann ich mir denken. Also für mich wäre das auf jeden Fall nichts. Ich würde wahrscheinlich auch eher dafür sorgen, dass das Ding einstürzt. Weil ich, weiß ich nicht, irgendwie den falschen Stein gezogen habe oder so. Keine Ahnung. Geklopft habe. Ja, ich weiß.
Ich weiß. Es ist kalt. Und ich muss die ganze Zeit hier durchgehen. Das ist aber nicht schön. Lauf. Obwohl, ihr ist gar nicht kalt, ne? Sie jammert nur. Verständlicherweise. Ach du Scheiße. Toll, jetzt finde ich hier überall Waffen, ey. Ach, da geht's noch richtig lang, okay. Wusste ich nicht. Ich nehme einfach erstmal mit. Den Stoff hatte ich jetzt da gelassen. Weil ich gar nicht weiß. Vielleicht ist es auch eher angebracht, wenn wir den mitnehmen. Es geht eigentlich. Kann ich hier wieder zurück? Kann ich hier wieder zurück, please? Zig Wege, was ist das? Aha. Sehr interessant. Ich habe sogar keine Ahnung von diesem Ding. Ich weiß es nicht, wofür man das braucht. Wahrscheinlich zum Transportieren, ne? Gehe ich von aus. Oh. This will come in handy. Wir haben kein Gewehr. Den Revolver habe ich ohnehin nur mit, falls mir die Nahrung ausgeht. Klettereisen. Haftung für deine Füße. Klettern verbraucht weniger Ausdauer. Die Wahrscheinlichkeit für Verstauchungen sinkt und du kannst sicherer über dünnen Eis laufen. Nice. Nehme ich mit. Ich wusste, dass es neue Dinge zu finden gibt. Ich wusste nur nicht wo. Profi-Rucksack. Und hier haben wir eine Notiz. Ich bin froh, dass ich meinen guten Rucksack mitgenommen habe. Jawohl. Hinter den Hochfällen habe ich Schmerzen in der Brust bekommen. Aber das war nach der letzten Operation zu erwarten. Ich mache es mir hier ein bisschen gemütlich, bis der Sturm vorbei ist. Morgen geht es dann zum höchsten Punkt am Wolfsbiss. Da waren wir schon. Und dann wieder ab nach Hause. Ja, ich hoffe, er hat es nach Hause geschafft. Nicht, dass er das hier ist. Ja, okay. Ein stabiler Rucksack mit allem drum und dran. Damit kannst du mehr Ausrüstung tragen, bevor du überladen bist. Müssen wir gleich mal gucken. Ach, der ist jetzt angelegt, ja? Immerhin 5 Kilo mehr, ne? Wenn ich das richtig sehe. Die ich tragen kann. Oder plus 15. Ist gerade nicht. Werden wir ja sehen. Nehmen wir alles mit. Jetzt haben wir ja einen schönen großen Rucksack. Das ist doch toll. Die nehme ich nicht mit. Dann gehen wir erstmal. Getragene Kampfhose. Ist die besser? Weiß ich nicht. Nehme ich auch erstmal mit. Ich nehme alles mit. Siehst du, und ich bin schon wieder überladen. Nee. War schon richtig so, was ich gesagt habe. Ach so, hier sind wir ja eben gewesen, ja. Was ist das für ein Sound? Warum der Sound? Kommt jetzt das Minenmonster? Bitte nicht. Wow, mein Licht geht aus. Warte. Alter. Macht sich wieder an, Mensch. Gruselig. Okay. Den Klettern. Ich weiß nicht, diese Klettereisen da, diese
Dinger für die Schuhe, nehme ich an. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir die anlegen müssen. Wenn die zu finden sind, haben die jetzt ja ganz offensichtlich nicht angelegt. So, und hier geht's wieder durch. Komme ich irgendwo raus? Da ist Licht zu sehen. Bergwerk verlassen. Gucken wir mal. Ich habe keine Idee, wo ich lande. Kann ich nicht zu sagen. Ich kann da immer noch nichts zu sagen. Mhm. Wie kommt man denn hier hoch? Gar nicht? Da liegt noch jemand. Also runter kommen wir. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Ich glaube, hoch kommt man... Nee, anscheinend nicht. Also hier könnte man versuchen, an der Stelle. Du brauchst ja schon immer eine Ebene, die du überqueren kannst, ne? Also was dann auch ineinander läuft. Aber hier sehe ich halt nichts. Und dementsprechend werde ich jetzt auch nicht hier runtergehen. Das kann man sich aber eventuell für den Rückweg vielleicht anschauen. Auch noch eine ganze Ecke, die ich noch gar nicht erkundet habe. Also zumindest habe ich sie nicht eingezeichnet. Falls man da überhaupt etwas erkunden kann. Weil hier sind ja eigentlich alles Felsen. Ach nee, ich glaube, hier geht das auch noch hoch, ne? Ja, okay, aber cool, wir haben die Mine gefunden. Das finde ich schon mal total toll. Aber ich werde jetzt erstmal wieder zurückgehen. Ich hätte gerne eine Lampe. Ich weiß gar nicht, lässt sich die an, wenn wir da durchgehen. Ich hoffe. Ja, ich würde jetzt erstmal in der Mine bleiben. Jetzt aber schleppe ich noch Fleisch mit mir rum. Und im nächsten Part werde ich dann, glaube ich, erstmal wieder hochklettern und gucken, was da noch so in der anderen Richtung ist. Ja. Oh Gott. Ja, so viel dazu. Du musst halt eine Stelle finden, wo du rüber kannst. Vielen Dank. Ja, gut, okay, dann haben wir das ja auch gefunden. Und ich glaube, ich werde auch hier übernachten. Ich bin jetzt auch relativ überladen. Wir können mal... Du kannst raus. Das hängt jetzt auch damit zusammen, weil sie jetzt schon wieder müde ist. Der Rucksack ist auf jeden Fall cool. So alles, was ich mehr tragen kann, ist cool. Ich würde ganz gerne das Buch lesen. Geht das? Ist die Frage, ob ich es überhaupt noch lesen kann, beziehungsweise brauche. Doch, kann ich. Ja, ja, das war ja klar. Ist eigentlich noch rohes Fleisch hier drin? Gar nicht. Das kannst du mal trinken.
Es läuft alles ab. Okay, was ist mein Buch? I'm gonna need to rest soon. Ja, ja. Aufstehen. Hier, da ist das Bett. Alles klar. Dann beende ich hier. Ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen vorbereiten. Also Buch lesen und all so ein Zeugs, was ich halt so nicht unbedingt alles mitschleppen muss. Und dann gucken wir mal, ja, wie es weitergeht, was man hier noch so finden kann. Haben schon einiges erkundet, aber ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht findet man ja noch was Interessantes. Hier zum Beispiel habe ich ja auch noch gar nicht. Oder ich habe es nicht eingezeichnet. Ich habe ja nicht mehr unbedingt alles einzeichnen können, weil manchmal, wenn Sturm war oder wenn es neblig war, naja, ich bleibe jetzt nicht so lange da stehen, bis es vorbei ist, damit ich einzeichnen kann. okay, alles klar, dann danke ich fürs Zusehen. Und wenn man möchte, darf man beim nächsten Mal gerne wieder einschalten. Tschüss.